Du willst als Freelancer oder Freiberufler professionell Filme drehen oder in der Film- und Fernsehbranche als zum Beispiel Redakteur, Regisseur, Kameramann, Komponist, Filmeditor, Requisite, Kostümbild, Licht, Bühne, Maske, am Set oder auch in einem anderen Bereich dieser Branche arbeiten? Du überlegst, ob du dich an einer Filmhochschule bewerben sollst und nach der Ausbildung in der Filmbranche selbstständig machen und dein Geld verdienen sollst? Dann schauen wir uns jetzt gemeinsam einen Vortrag an, den ich vor einigen Jahren an der Filmakademie Ludwigsburg gehalten habe. Und zwar zu dem Thema Arbeiten in der Medienbranche, was du in einer Ausbildung nicht lernst und beigebracht bekommst. Das Thema ist gerade wieder top aktuell und deswegen bleib dran, denn es wird wahrscheinlich das wichtigste Video für dich und deine Zukunft in der Film- und Fernsehbranche werden, das du unbedingt gesehen haben musst, wenn du nach deiner Ausbildung, nach deinem Studium von deinem Beruf auch angemessen leben und eine Familie ernähren können willst. Glücklicherweise wurde er damals aufgezeichnet und darin erfährst du jetzt, wie du es richtig machst und wie du ein Abrutschen in die Grundsicherung, in Hartz IV oder in die Altersarmut vermeidest. Also setz dich gemütlich hin und los geht's. Stefan Weiß ist Filmeditor, Mitglied im BFS und ist heute vor allem da, um über Selbstständigkeit, um über Tagessätze, kalkulierte Tagessätze zu sprechen und wie man überhaupt überleben kann in der Branche. Dann herzlich willkommen, Stefan Weiß. Ja, danke Frau Krämer für die einleitenden Worte. Herzlich willkommen zu wahrscheinlich der wichtigsten Stunde eures zukünftigen Berufslebens. Wer von euch hat sich für dieses Studium entschieden, um einen Beruf zu erlernen, mit dem er seinen Lebensunterhalt finanzieren kann und seine Familie ernähren? Ah, immerhin einer. Gut. Ja, dann würde ich sagen, dann setzt euch mal gerade hin. Denn das, was jetzt kommt, ist nicht ganz einfach. Die Frau Krämer ist auf mich zugekommen, weil wir darüber gesprochen haben, was können wir euch mitgeben jetzt, weil ihr kurz vor dem Berufsleben seid, einzusteigen. Was können wir euch mitgeben, was auf der einen Seite euch was bringt, was euch auch wirklich weiterhilft, ich sage jetzt mal auch, um euer Leben zu gestalten, zu finanzieren und was gleichzeitig kompakt genug ist, um in eine Stunde hineingepackt zu werden, sodass ihr es einigermaßen mitnehmen könnt, dass ihr auch was damit anfangen könnt. Und dann haben wir uns entschlossen, dass ich euch einfach die Wahrheit erzähle. Die Wahrheit, wie sie da draußen aussieht, dann könnt ihr euch überlegen, wie ihr damit umgeht, schonungslos, ohne groß irgendwie ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und wir haben uns auch entschlossen, dass ich euch noch ein paar kleine Tipps mitgebe am Ende von dem Vortrag, mit denen ihr ganz klar die gröbsten Fehler vermeiden könnt, wenn ihr später mal selbstständig arbeiten werdet, Rechnungen schreibt, sage ich mal Tagessätze, Stundensätze berechnet, auf Dreh geht oder was auch immer, ja, und dann in die Verhandlungen kommt und heißt, ja, was ist denn dein Tagessatz, was kostest du denn? Dass ihr wisst, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, ist das, was ich da momentan bekomme, oder was ich verlange oder was ich kalkuliert habe, was bedeutet das eigentlich für mein restliches Arbeitsleben oder für mein komplettes berufliches Leben und auch für mein Privatleben. Und deswegen habe ich euch eine kleine Rechnung mitgebracht, die ihr vielleicht so noch nicht gemacht habt und die ihr vielleicht auch so erstmal noch nicht machen werdet. Aber das Wichtigste ist, dass ihr euch mit den Zahlen beschäftigt, weil das Schönste ist immer, wir sind ja alle irgendwie künstlerisch kreativ, ja, wir machen tolle Projekte, die sind der Wahnsinn und jedes Projekt ist immer das tollste Projekt, was ich mir vorstellen kann und jeder erzählt mir immer wieder das Gleiche und am Ende des Tages geht es aber auch darum, die Zahlen dahinter zu verstehen und deswegen, wir machen seit ungefähr 3 Jahren Seminare für junge Berufseinsteiger, für auch etablierte Leute, die schon in der Branche sind, zum Thema, wie kalkuliere ich meinen Tagessatz richtig, so dass es nachhaltig ist. Dann zum Beispiel auch, wie verhandle ich das Ganze, wenn ich es dann kalkuliert habe, wie kriege ich das überhaupt durch? Ja, weil ich höre ja immer die Zahlen nicht mehr oder wir haben kein Budget. Ja, wie kriege ich das durch? Das sind also dann sozusagen Verhandlungsseminare. Und da stellen wir fest, dass die Leute, die sich danach mit den Zahlen beschäftigen, dass die am Ende auch wirklich plötzlich mehr verdienen. Zumindest im Folgejahr. Ja, da gibt es Umsatzsteigerungen teilweise bei Leuten, die jahrelang auf einem Level dahin arbeiten und sich fragen, wieso wird das immer schlimmer, wieso wird das alles immer schlechter. Am Ende, wenn sie dann aufwachen, dann stellen sie fest, im Jahr drauf haben sie irgendwie 60% mehr verdient plötzlich.
Das ist eine ganz tolle Erfolgsmeldung. Da werden wir auch heute Abend in Stuttgart zum Beispiel drüber sprechen. Weil heute Abend ist in Merlin im Kulturzentrum 18 Uhr bis 20.30 Uhr ein kleiner Workshop, den gebe ich dann auch noch, zum Thema Verhandlungsgespräche führen, Verhandlungsstrategien erkennen, auch selber einsetzen. Also wer kommen mag, gerne Merlin, findet ihr bestimmt die Adresse, Merlin Kulturzentrum Stuttgart. 18 Uhr geht's los. Das ist vom AG DOC, von der AG DOC und vom Filmverband Südwest mit organisiert. Das heißt, die verlangen da 20 Euro Eintritt, aber das ist kein Geld im Vergleich zu dem, was er letztendlich in 10, 20 Jahren dadurch mehr verdient. Aber gut, wer kommen möchte, gerne. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere heute da auftaucht. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns mal an. Ich habe euch, wie gesagt, eine Rechnung mitgebracht. Und zwar zum Thema, wie wirkt sich ein zu niedrig kalkuliertes Honorar auf euer Leben aus? Auf eure Lebensarbeitszeit? Nehmen wir mal einen Mann. Gut aussehend, jung, erfolgreich, gesund, Anfang 30, zum Beispiel so jemand wie mich. Und unterstellen diesem Mann, dass er, kann auch eine Frau sein, also wir wollen das geschlechterspezifisch jetzt nicht trennen, dass er im Jahr 50.000 Euro verbraucht. Das bedeutet nicht, dass er, sage ich jetzt mal, alles auf den Kopf haut, sondern stellt euch vor, man nimmt das, was man monatlich per Miete bezahlt, alles, was man im Monat ausgibt, mal 12 plus irgendwelche Sozialversicherungen, Rente, Altersvorsorge noch mit rein und Einkommensteuer muss man einen gewissen Teil auch bezahlen, ja, so weh das tut. Ist aber gut, weil dadurch werden neue Straßen gemacht, die Polizei wird bezahlt und es hat alles auch einen Sinn, Steuern zu zahlen. 50.000 Euro auszugeben, wer ist der Meinung, das ist viel? Ja, das kann ich euch bestätigen, in eurem Alter ist es viel. Gibt schon Ältere hier im Raum, die bestätigen können, vielleicht die schon Kinder haben, dass das viel ist oder eher wenig? Stellt euch Folgendes vor, wir waren in München, vor 2 Wochen habe ich in München an der Filmhochschule für Fernsehen und Film HFF auch einen kurzen 2-tägigen Workshop zu diesem Thema gegeben und die Teilnehmer habe ich gebeten, einfach mal zu schätzen, was sie im Monat ausgeben. Also sprich, was glaubt ihr, wie viel Geld ihr im Monat braucht, um eure Miete zu bezahlen, Essen, MVV-Ticket, vielleicht habt ihr ein Auto, Fahrrad kaufen, neues MacBook und so weiter. Was gebt ihr aus? Dann haben alle geschätzt zwischen 1200 und 1800 Euro in München. Single, ohne Familie, allein in 1, 2 Zimmerwohnungen, vielleicht noch ein WG-Zimmer, haben sie geschätzt. Dann haben wir uns hingesetzt und haben mal versucht, die wichtigsten Posten selber aufzuschreiben. Also jeder hat da seine eigenen Zahlen hergenommen. Dann ratet mal, was da rauskam. Kein einziger und keine einzige, die waren in eurem Alter zwischen 20 und 30, manche auch schon etwas älter, aber kein einziger kam auf einen Wert unter 2000 Euro netto. Also reine Ausgaben, Essen, Trinken, Party, Bier, was auch immer man macht, ja, Krankenversicherung mit dabei, bisschen auf die Seite gelegt fürs Alter. Keiner kam in München unter 2000 Euro raus. Das mal 12 sind 24.000 Euro. Die zu haben, da müsst ihr dann irgendwann auch mal Steuern zahlen, kommt natürlich auch noch mit drauf, plus ihr wollt ja noch was für die Zukunft zurücklegen und. Dann kommen wir relativ schnell mit diesen ganzen Versicherungen aus selbstständigen Sicht an einen Betrag so von 50.000 Euro hin. Und es ist auch wurscht, was jetzt da genau gerechnet wird. Ich gebe euch mal einen Wert dazu. Was bedeutet das? Das ist ungefähr so, wie wenn ihr 3.500 Euro brutto bekämet von eurem Arbeitgeber monatlich. Davon bleibt euch dann netto, keine Ahnung, irgendwas zwischen 2 und 2,4 übrig, je nachdem, was ihr halt für Werte habt. Und wenn jetzt der Arbeitgeber euch anstellt, dann muss der noch zusätzlich 20% Sozialabgaben plus Umlage und so weitere Sozialabgaben dazu, die sogenannten Arbeitgeberanteile, auch bezahlen. Das heißt, für den kostet ihr dann ungefähr 4.180 Euro. Das ist ein Roundabout, Steuerklasse 1, ledig, keine Kinder, ohne Kirche, Bayern, Baden-Württemberg. Grob, ohne die ganzen Zusatzumlagen, Kinder, Schwangerschaftsgeld und solches Zeug. So, das mal 12 kommt ungefähr auf 50.000 Euro und ich habe diese Zahl deswegen gewählt, weil ihr als Selbstständige ja für euch selbst verantwortlich seid. Das heißt, ihr müsst 40% Sozialabgaben rechnen und nicht 20. Ja, weil als Arbeitnehmer habt ihr nur die Hälfte der Kosten zu zahlen. Deswegen, als Selbstständiger solltet ihr immer damit rechnen, dass er so viel Sozialabgaben kalkulieren sollte, wie wenn er ein Arbeitgeber wäre, der sich selbst anstellt. Und wie gesagt, die Zahlen werden sicherlich bei jedem ein bisschen anders sein. Das ist deswegen so gewählt, weil 50.000 Euro, es geht nicht darum, die Zahl zu nehmen, sondern es geht darum, das Prinzip der folgenden Rechnung zu verstehen. Und damit
wollen wir jetzt mal anfangen. Gehen wir mal davon aus, 10 Jahre später, ja, ist er immer noch gut aussehend, immer noch erfolgreich, ja, der ist in der Blüte des Lebens verheiratet und er hat 10 Jahre 50.000 Euro ausgegeben. Das ist eine leichte Rechnung, macht zusammen 500.000 Euro. Ich glaube, ist nachvollziehbar, oder? Reine Lebensverbrauchskosten. Steuern hat er gezahlt, Krankenversicherung bezahlt. Ja, das ist das, was er wahrscheinlich verbraucht. Wieder 10 Jahre später sind dann schon die Kinder da, ja, die Muskulatur rutscht ein bisschen nach unten. Vielleicht war er schon mal bei der Paartherapie, ist ziemlich häufig in dieser Phase. Ja, 20 Jahre hat er verbraucht. Relativ leicht zu verstehen, was dann kommt. Dann hat er 1 Million Euro verbraucht. Und zwar er alleine, wenn das eine Einzelsache ist. Die Frau daneben hat wahrscheinlich auch vielleicht, wenn sie auf eigene Kosten kalkuliert und sie sich nicht alles teilen, ja, weil zu zweit ist das Leben ja auch meistens schöner und leichter. Also für die, die sich verstehen. Für die, die sich nicht verstehen, ist es sehr teuer und unangenehm. Aber gehen wir mal davon aus, also eine Person verlebt 1 Million Euro in 20 Jahren. So, das heißt, ihr werdet garantiert alle mal Millionäre. Herzlichen Glückwunsch, zumindest auf der Ausgabenseite, werdet ihr es garantiert schaffen. 30 Jahre, ja, dann ist er 60, hat einen super tollen Sony Bravia Flatscreen da stehen, Massagesessel mit Heizdecke drin. Ja, die Immobilie ist abbezahlt, im besten Fall, wenn er eine hatte oder hat. Die Kinder sind aus dem Haus, endlich ist Ruhe und Diabetes hat er auch schon. Dann hat er natürlich 1,5 Millionen Euro verbraucht. Da geht ihr noch mit, oder? Relativ einfache Rechnung. Kriegt man auch ohne Taschenrechner hin. Dann ist er 70. Ja, dann kommen die Enkelkinder. Dann wartet er halt aufs Ende, ja, weil viel ist da nicht mehr. Hat er schon 2 Millionen verbraucht. Also herzlichen Glückwunsch, Doppelmillionär. Ja, schafft ihr auch noch. Jeder von euch. Egal ob Künstler oder eben Selbstständiger, ist völlig egal. Problem an der ganzen Geschichte ist, in Deutschland ist die durchschnittliche Lebenserwartung aktuell 78,4 Jahre für Männer. Für Frauen nochmal 5 Jahre länger, nämlich 83,4. Das heißt ja nicht, dass jemand so lange lebt. Es gibt ja Leute, die sterben auch am Schlaganfall viel früher und manche leben aber auch bis 90. Das könnt ihr jetzt werten, wie ihr wollt. Aber gehen wir mal davon aus, das ist so ein Alter, wo man sagt, naja, da ist es auch okay, wenn er mal am Tod stirbt und nicht an irgendeiner schweren Krankheit, sondern dann wird man einfach alt. Ja? Und dann hat er nach dieser Rechnung in 48,4 Berufsjahren oder Lebensjahren 2,4 Millionen Euro verlebt. Das ist machbar. Zum Beispiel mit einem Tagessatz von 333 Euro netto, ohne Umsatzsteuer, also ohne 19%, wenn er über 48,4 Jahre jedes Jahr 150 Tage in Rechnung gestellt und gearbeitet hat. Das heißt unterm Strich aber auch, dass ihr bis 78,4 Jahre immer noch am Set steht, hinter der Kamera oder im Schneideraum sitzt oder was weiß ich was macht, ja, und bis zum letzten Jahr 150 Tage im Jahr arbeitet. Da ist dann nichts mit Rente, Wohnmobil durch die Welt fahren, ein bisschen chillen. Ja. Da müsst ihr bis zum letzten Tag in eurer Arbeit stehen und jeden Tag von diesen 150 Tagen 330 Euro verlangen. So, jetzt könnt ihr ja sagen, naja, komm, 150 Tage, wie kommst du auf 150 Tage? Ja, es ist ganz einfach. Wenn ihr festangestellt seid, habt ihr 20 Arbeitstage im Monat mal 12, 240, 230 Steuertage, dann Urlaub ist da noch irgendwie mit hochgerechnet, dann ist das Jahr rum. Das heißt aber, ihr müsst jeden Tag gebucht sein als Selbstständiger. Und die meisten Selbstständigen schaffen es nicht, jedes Jahr über 20, 30 Jahre eine Vollauslastung zu fahren. Es gibt Tage, da werdet ihr nicht gebucht. Es gibt Tage, da werdet ihr krank. Es gibt Tage, da habt ihr einen Unfall, da macht ihr auch mal Urlaub. Ja? Und manchmal läuft es einfach auch nicht gut. Und deswegen haben wir festgestellt, dass die meisten Selbstständigen zwischen 120, also Solo-Selbstständigen, nicht wenn ihr eine Firma habt und Arbeitnehmer, die für euch arbeiten, sondern wenn ihr selbst rausgeht, eine Rechnung schreibt, fertig und das bezahlt bekommt, hoffentlich innerhalb von einer Woche und nicht nach 30 oder 40 Tagen. Um dann zu hören, vielleicht, oh sorry, ich bin jetzt leider pleite, ich kann dich überhaupt nicht bezahlen. Ganz beliebtes Problem in unserer Branche. Also, die meisten kommen zwischen 120 und 160 Arbeitstagen gemittelt über 10, 20 Jahre raus. Das ist einfach real und jeder andere Berufsbereich, die freiberufliche Tätigkeiten haben, sei es Anwalt, sei es irgendwie Architekten, vielleicht noch weniger, aber alle anderen Pflegeberufe und so, die können das bestätigen. Das ist eigentlich ein ganz normaler Wert, weil ihr braucht auch noch Zeit, um euer Büro zu machen. Da braucht ihr einfach, müsst ihr eure Steuer machen oder bezahlt einen Steuerberater, dann braucht ihr wieder das Geld für den Steuerberater, dann müsst ihr trotzdem euch ins Büro setzen, Akquise machen, Jobs akquirieren. Also ihr kommt da gar nicht hin auf 200 Tage. Deswegen habe ich das jetzt mal so gerechnet.
Und ich bin jetzt auch schon einige Weile selbstständig und ich kann das mehr als bestätigen, weil viele unserer Teilnehmer diese Zahlen auch bestätigen. Jetzt nehmen wir mal her, der Gesamtkapitalbedarf von einem Selbstständigen pro Person, den er einfach nur verlebt, bei 50.000 Euro Ausgaben, was auch immer er damit macht, er kann sich damit auch, keine Ahnung, jedes Jahr ein bisschen was auf die Seite legen, um sich mal einen Porsche zu kaufen oder der andere kauft sich halt dann oder leistet sich dann eine Familie, wie auch immer, inklusive Steuern, soziale Absicherung, einigermaßen vielleicht auch Rente dabei, ja. Dann hätten wir, wenn er mit 20 anfängt zu arbeiten, die meisten fangen ja nicht mit 30 genauso an wie in der Rechnung, vielleicht manche mit 25 fangen sie das Geld verdienen an, manche werden schon mit 20 vor die Tür gesetzt und dann heißt es jetzt, schau, wo du bleibst. Ja. Gehen wir mal davon aus, 20 Jahre fange ich an zu arbeiten, 58,4. Das wäre bis 78,4 eure Zeit, die ihr finanzieren müsst. Problem an der Sache, ja, gut, Frauen haben das Problem, sie müssen 5 Jahre länger leben, brauchen entsprechend auch mehr Geld. Auf der anderen Seite habt ihr aber nur ungefähr 35 bis 40 effektive Jahre Zeit, um das Geld zu verdienen. Weil ihr könnt, also ich weiß nicht, die wenigsten wollen bis 78 am Set stehen und drehen. Oder habt ihr das vor? Die Realität sieht aber so aus, dass ich viele inzwischen kenne, die sind über 70 und sagen, ich kann gar nicht aufhören, ich kann es mir gar nicht leisten. Das ist also alles eine Frage der Kalkulation. Man kann das Problem in den Griff kriegen, aber man muss halt die Kalkulation beachten. Und man darf sich nicht irgendwie erzählen lassen, was angemessen wäre, wenn ihr selber nicht nachgerechnet habt. Das könnt ihr selber nachrechnen zu Hause, wenn ihr euch die Zahlen hier merkt. Ja, knapp 3 Millionen Euro, mal geteilt durch 35 Berufsjahre. Da könnt ihr rausfinden, was ihr für einen betrieblichen Gewinn als Selbstständiger jedes Jahr erwirtschaften müsst, damit ihr diese Rechnung schafft. Ihr wollt ja vielleicht auch früher aufhören, weil wenn ich hier 35 Jahre nehme, sage ich mir, ich fange mit 30 an zu arbeiten, verdiene das in 35 Jahren, dann bin ich 65. Und dann möchte ich ja vielleicht nicht mehr am Set stehen, zumindest nicht 150 Tage und nicht 10 Stunden. Ja, dann könnt ihr euch ausrechnen, was für einen betrieblichen Gewinn ihr erwirtschaften müsst und dann wisst ihr hoffentlich, dass der betriebliche Gewinn nicht der Umsatz ist, sondern davon noch die ganzen Betriebsausgaben wegkommen, dann bleibt der betriebliche Gewinn übrig. Das entspricht ungefähr einem Bruttoverdienst eines Angestellten, ganz grob gemittelt. Das ist, wie das genau sich zusammensetzt, dafür haben wir ja auch Kurse. Es gibt eine Online-Variante, die kann man machen, wenn man zum Beispiel nicht in den Live-Kurs kommt. Also einfach mal auf der Webseite schauen, da gibt es ein Arbeitsbuch dazu, da gibt es 5 Stunden Videokurs, da gibt es Excel-Tabellen dazu, die kann man alle auch runterladen und erwerben und dann kann man das in Ruhe mal am Wochenende durchrechnen. Dann wisst ihr ungefähr, wo ihr hin müsst und dann wisst ihr auch da draußen, lohnt sich der Job oder lohnt sich der Job nicht. Also rechnet es in Ruhe mal aus und dann werdet ihr sehen, dass das nicht ganz einfach wird. Ihr seid aber hier in dieser Medienbranche nicht die Einzigen. Und das betrifft zum Beispiel hier alle mütterlichen Heilberufe, also Erzieher, Hebammen, freiberufliche Pflegekräfte, gibt es ganz viele, kann man auf Facebook in den Gruppen sehen. Da werden freiberufliche Intensivpfleger für 35 Euro die Stunde weggekauft. Die haben aber 12-Stunden-Schichten, Zuschläge, Feiertag, Nachtzuschlag, da rentiert sich das schon ein bisschen, aber die haben trotzdem ein Problem. Honorarlehrkräfte, alle Leute, die irgendwelche Integrationsarbeit machen, um zum Beispiel Deutsch oder Fremdsprachen für die Einwanderer zu bieten, Leute, die in Volkshochschulen arbeiten, Lehrer, die ein Jahr lang einen befristeten Vertrag in irgendeiner Privatschule haben, sind genauso betroffen. Die arbeiten für 18 bis 35 Euro Stundenlohn. Die sind mit 297 Millionen Euro, auch eine Anfrage an den Bundestag gewesen, mit 297 Millionen Euro an der Rentenkasse verschuldet, weil sie die Rentenkassenbeiträge, die sie zahlen müssten, nicht bezahlen können von ihren Geldern, weil sie müssen davon leben und dann reicht es nicht. Also, ihr seid da nicht in dieser Medienbranche nicht die Einzigen, oder wir sind es nicht, ich bin ja auch in der Kreativbranche hier, Kreativdesigner, Fotografen, das betrifft Einzelunternehmer, die zwischen einem gewissen Stundensatz arbeiten, und zwar alle die, und das ist jetzt nicht nur ein empirischer Wert, das bestätigen auch andere Branchen, die, sage ich jetzt mal, höherwertige Tagessätze verlangen. Ja, fragt euch mal, was ein Handwerker nimmt, wenn er bei euch irgendwie die Leitung repariert oder wenn ein ITler kommt und ihr den Computer reparieren müsst, dann ist das, sind das ganz andere Sätze und die sind auch nicht maßlos, die sind einfach gut kalkuliert. Ja, also alle, die unter 400 Euro pro Tag netto ohne Mehrwertsteuer, ohne 19% und unter 50 Euro pro Stunde in Deutschland arbeiten, wir reden jetzt von Deutschland, und in einer Großstadt leben, also München, Hamburg, Köln, also eine, die der teuersten Lebenshaltungskosten haben, sind in einem Risikobereich. Das heißt nicht, dass es nicht unbedingt gehen muss. Ja, aber das ist dann immer schwierig. Da braucht man eine Querfinanzierung durch den Lebenspartner oder die Lebenspartnerin. Ja,
ja, mit der man sich dann die Miete teilt, die vielleicht irgendwo oder der auch dann irgendwo noch einen anderen Job hat, der zumindest die Sicherheit bietet, dass wenn es mal nicht läuft als Selbstständiger, naja, komm, der Kühlschrank ist trotzdem voll, das schaffen wir schon irgendwie, ja. Das sind dann Subventionsmodelle, die alleine nicht überlebensfähig sind. In der Schweiz sind die Tagessätze, reden wir hier über 550 bis 600 Schweizer Franken Minimum. Und hier Stundensätze von ungefähr 70, 80 Franken aufwärts. Da fängt es an, rentabler oder nicht weniger, sagen wir mal, nicht rentabel ist es noch nicht. Ja, da müssen wir noch ein Stückchen höher, da müssen wir es fast verdoppeln. Ja, aber in der Sicht ist es so, dass ab diesem Bereich kann man das ganz gut hinkriegen über 30 Jahre. Könnte man. Aber das ist nicht das, was man will. Dann redet man von einem Art Mindestlohnniveau für Selbstständige. Und für mich, das ist meine persönliche Meinung, ganz persönlich. Ich habe jetzt 3 Jahre mit vielen Leuten gesprochen, viele Teilnehmer gehabt. Ich habe Zahlen gesehen, die möchtet ihr nicht sehen. Ja? Ich sage, das ist betriebswirtschaftlicher Murks inzwischen. Das ist mir, ist das eine Nummer zu heiß. Und deswegen kann ich euch heute als Tipp mitgeben. Vertraut niemanden, der euch erzählen will, dass 400 Euro pro Tag oder 50 Euro pro Stunde für eure Selbstständigkeit langfristig ein angemessenes Honorar oder eine angemessene Bezahlung ist. Denn langfristig ist es ganz einfach so, wenn die Einnahmen niedriger sind als die Ausgaben, dann wird es nicht funktionieren. Und ich sage euch, auch wenn ihr älter werdet, die Ausgaben werden steigen. Wer von euch möchte denn eine Familie? Fragen wir mal so. Ganz offen, ist gar keine schlechte Sache. Familien sind toll. Ja, seht ihr. Kann ich euch sagen, dann fangt schon mal an zu sparen. Ja? Kind hat, glaube ich, das ZDF mal ausgerechnet und da gab es eine Doku drüber. Ein Kind kostet den ganzen, bis es zur Ausbildung raus ist und sich selbst ernähren kann, knapp 250.000 Euro. Also das ist ein Wert, den haben die im Fernsehen ausgerechnet, der ist jetzt nicht von mir. Ich fand das sehr beeindruckend. Ja? Gibt natürlich auch Subventionen wie Kindergeld und. Kann da schon einiges machen. Aber langfristig ist es so, ihr seid, wenn ihr selbstständig seid, ihr seid Unternehmer und nicht nur kreativ. Ja? Ich meine, ihr könnt euch natürlich für die andere Sache entscheiden und sagen, ich mache meinen Job, weil er mir Spaß macht und es ist egal, was Geld ist mir nicht so wichtig. Dann passiert Folgendes, was euch wahrscheinlich in 20 Jahren genauso passieren wird, wie die da schon draußen sind, die dann ab Mitte 40 sich fragen, wieso wohne ich immer noch in meiner Einzelzimmerwohnung oder in meiner WG-Zimmer, während mein Schulkamerad, der jetzt irgendwie bei Bosch oder Siemens oder was auch immer, Audi arbeitet, 35 Stunden Woche hat, Bonusausschüttung im Jahr von 10.000 Euro Gewinnbeteiligung, fährt zweimal im Urlaub mit seiner Familie, teuer, ja, und hat auch noch 2 Autos, das Haus ist schon anbezahlt und ich habe noch ein Fahrrad, ja, und ich habe noch eine MVV-Karte. Schaut euch mal um in eurem Bekanntenkreis, die schon etwas älter sind, die in dieser Branche arbeiten und selbstständig sind, schaut mal, wie die so leben. Fragt sie einfach mal. Aber das ist natürlich der Moment an dem Vortrag, wo ich weiß, da ist die Stimmung immer im Keller, weil die Zahlen so sind, wie sie sind und es ist nichts, um euch jetzt irgendwie Angst zu machen. Nein, im Gegenteil. Wir haben gesagt, wir erzählen euch so, wie es aussieht. Das ist die Wahrheit. Ihr müsst mit Zahlen kalkulieren und ihr solltet sie möglichst ernst nehmen und gut kalkulieren. Und deswegen gibt es dazu auch natürlich eine Lösung. Ja, und dafür bin ich heute hier, euch die zu erklären. Die erste Lösung wäre, ja, vielleicht doch lieber bleiben lassen und eine Festanstellung. Naja, da kann man jetzt sagen, Air Berlin ist jetzt auch keine sichere Bank mehr. Auch eine Festanstellung ist heute schwierig, weil es gibt ja kaum mehr unbefristete Festanstellungen. Die meisten sind ja alle befristet auf 1, 2, 3 Jahre. Ja? Also das heißt, man ist auch da nicht wirklich geschützt, weil wenn die Firma pleite macht, ja gut, dann hat man noch 3 Monate Übergangsfrist, Kündigungsschutz, vielleicht fällt man in die Insolvenzmasse damit rein, wird weiter bezahlt und dann kommt das Arbeitsamt. Und weil man ja immer schön brav arbeitslosenversichert war, hat man hoffentlich einen Anspruch und kann sich ein paar Monate davon über Wasser halten, um sich neu zu orientieren. Ein Selbstständiger oder eine Selbstständige hat keine Arbeitslosenversicherung, also in der Regel haben sie es nicht. Ja, das heißt, ihr müsst dann halt einfach gucken, wie ihr weiterkommt. Und da wäre es ganz gut, wenn ihr euch ein paar Rücklagen zur Seite legt, damit ihr zumindest 2, 3, 4 Monate überleben könnt. Weil das ist das, was der Arbeitgeber euch ja ermöglicht mit dem Kündigungsschutz. 3 Monate Kündigungsschutz heißt, ihr bekommt weiter Geld, um euch neu zu orientieren. Und euch schon mal Gedanken zu machen, wo es hingehen soll. Ja, und auch ein Selbstständiger ist voll für sich verantwortlich, weil ihr seid ja euer eigener Chef. Ja,
Und wenn ihr euer eigener Chef seid, dann seid ihr nicht nur Spezialist, Filmtonmeister, Komponist oder Kameramensch, ja? Dann seid ihr auch noch Betriebswirt, Meister, dann seid ihr auch noch, naja, verantwortlich für den ganzen Laden. Dann müsst ihr auch noch Buchhaltung machen, Personalführung. Gut, wenn ihr Personalführung, ist natürlich ein bisschen einfach, wenn ihr euer eigener Mitarbeiter seid, dann müsst ihr nicht so viel Personalführung machen. Ja? Aber unterm Strich, ja, es ist eure Aufgabe. Und deswegen ist eine Selbstständigkeit nicht per se schlecht. Ja? Das gibt viele Chancen, die man da haben kann. Man kann schnell reagieren, man kann tolle Aufträge an Land ziehen, wenn die Kalkulation steht, kann man auch mal Glück haben und man kann auch mal richtig viel unverschämt viel mehr Geld verdienen als ein Angestellter. Das ist auch okay. Man geht ein höheres Risiko ein, dann darf man auch mehr davon haben, wenn es gut läuft. Bloß das wird nicht dauerhaft so sein. Es wird mal gut sein, es wird mal schlecht sein. Und es gibt Leute, die sich nach einer gewissen Zeit irgendwann mal einen Punkt finden, dass die Rücklagen aufgebraucht sind und sie überlegen, was mache ich denn? Ja? Die eine Lösung wäre, ihr beachtet die nächsten 3 Tipps, wenn ihr jetzt rausgeht, die nächsten Monate mal so überlegt, wie könnte es weitergehen, mal kalkulieren, ja, kann ich, was brauche ich denn vielleicht in den nächsten Jahren, was wünsche ich mir denn, möchte ich mal ein Eigenheim anzahlen, ja, möchte ich mal, was weiß ich, eine Firma gründen und brauche ich Geld dafür, möchte ich mal irgendwie, ja, überlegt euch das mal und überlegt, was das kosten könnte, ja, und dann bitte nehmt die nächsten 3 Tipps schön mit, weil damit macht ihr viele Fehler, die die meisten machen erstmal nicht, und zwar unterschätzt eure monatlichen Ausgaben nicht. Ja, Beispiel habe ich vorhin genannt. Wir haben gesagt, Filmhochschule, letzt vor 2 Wochen, schätzt mal eure Ausgaben. Da waren die alle um 300 bis 400 Euro drunter, als sie dann angefangen haben, es nachzurechnen. Und die Erfahrung der letzten 3 Jahre von unseren Seminaren zeigt, die meisten Leute unterschätzen. Das ist ganz menschlich, das ist auch nicht schlimm. Versteht ihr? Das ist also so, nicht alles nur schwarz gemalt, sondern das ist ganz menschlich. Man hat nicht jede Ausgabe immer auf dem Schirm und die komplette Buchhaltung im Kopf. Ja, das ist überhaupt nicht schlimm. Aber wir haben festgestellt, dass sie zwischen 20% und 30% in der Regel differieren. Das heißt, die realen Zahlen sind definitiv immer höher. Weil, Mist, da war ja noch das Amazon Prime-Abo und ich habe ja noch Netflix und so einen Online-Streaming-Musikdienst für 5 Euro im Monat. Das sind 60 Euro im Jahr. Und ach ja, stimmt, der Fitnessvertrag läuft ja noch weiter im Studio. Und dann habe ich noch ein Abo für, und so fängt es dann an. Der ADAC-Beitrag, der kommt ja auch noch, weil ich vielleicht noch irgendwo mal ein Auto hatte oder weiß ich nicht. Ja? Das sind ganz schnell ganz viele Sachen, die man einfach nicht mehr auf dem Schirm hat. Und deswegen lohnt es sich, dass ihr mal euch hinsetzt und mal wirklich nachrechnet und in der jetzigen Situation mal eine Zahl ermittelt. Ja? Und wenn ihr die habt, dann überlegt, was möchte ich denn in 10 Jahren für einen Zustand haben? Also wo möchte ich denn sein? Und dann versucht mal zu überlegen, was es kosten könnte, wie ich dann leben möchte. Dann werdet ihr feststellen, dass das, was ihr jetzt ausgibt, teilweise vielleicht habt ihr auch noch eine Unterstützung von den Eltern, was total in Ordnung ist. Das heißt, einen gewissen Teil müsst ihr momentan vielleicht auch noch gar nicht selber bezahlen. Ja? Es wird auf jeden Fall, das kann ich euch sagen, und es werden viele bestätigen, es wird auf jeden Fall mehr und noch mehr. Also unterschätzt es bitte nicht. Nächster Tipp. Überschätzt eure verkaufbare Arbeitszeit als Selbstständige nicht. Was meine ich damit? Kann sich da jemand was darunter vorstellen? Die meisten, die sich selbstständig machen, hören, oh super, da kriege ich ja 300 oder 400 Euro am Tag. Das ist ja super, weil wenn ich da 20 Tage im Monat arbeite, ja, dann sind das 20 mal 400, das sind 8.000 Euro. Boah, das ist ja viel, viel mehr als in meiner Festanstellung. Weil da kriege ich 2.000 netto, 3.000 vielleicht sogar 3.000, 4.000 brutto, ist ja wurscht. Aber da bin ich ja viel besser dran, wenn ich selbstständig bin. Ja? Das machen die meisten, die rechnen so. Und dann stellen sie fest, wenn sie dann dieses Ding machen, dass sie ja gar nicht 20 Tage gebucht werden oder vielleicht einmal im Monat und dann war es das erstmal. Ja, die durchschnittliche Auslastung liegt zwischen 10 und 15 Tagen bei den meisten. Das heißt, eine Woche arbeitslos. Da müsst ihr dann halt im Büro sitzen und eure Rechnungen schreiben und den Leuten hinterher telefonieren, dass sie eure Rechnungen auch bezahlen. Und dann hofft ihr bitte, dass ihr die richtigen Kunden habt, die auch eure Rechnung bezahlen, mit denen ihr dann nicht irgendwie vor Gericht ziehen müsst oder so. Und dann habt ihr 3 Monate oder 4 Wochen gearbeitet und dann kriegt ihr für das, was ihr gearbeitet habt, nicht mal einen Cent. Dann wart ihr umsonst unterwegs. Muss ein Selbstständiger im Hinterkopf haben und muss er auch schultern können. Ja, eine Ausfallszahlung, dann müsst ihr Rücklagen haben, um das zu puffern. Ich wünsche es euch nicht und es ist auch eigentlich keine faire Geschichte, jetzt sage ich mal unter Geschäftsleuten, seine Rechnungen nicht zu bezahlen.
Manche machen das absichtlich, das ist, von denen solltet ihr euch fernhalten, wenn es einmal passiert. Und manche haben halt wirklich auch falsch kalkuliert und dann zerreißt es ihnen die Kalkulation, sie machen selber Insolvenz und sitzen dann selber vor dem Scherbenhaufen. Dann werden alle anderen mit reingezogen. Also bitte denkt dran, dass das als Solo-Selbstständiger, ihr seid im vollen Risiko, ihr habt die gleichen Rechte wie eine Firma und die Prozesse sind vor Gericht die gleichen, de facto. Also überschätzt bitte nicht eure verkaufbare Arbeitszeit und macht nicht diesen Rechenfehler mit 20 Tagen im Jahr, im Monat. Super mal Tagessatz X und super ist mehr als in meiner Festanstellung. Ja, weil wenn ihr das richtig nachrechnet, wie gesagt, Seminar, wenn ihr das richtig nachrechnet, werdet ihr feststellen, dass ihr zwischen 30% und 40%, wenn ihr es richtig macht, von dem ganzen Geld behalten dürft, von den 8.000 Euro und den Rest nicht, weil es gehört euch zum Teil gar nicht und den Rest müsst ihr dann auch in eure Investitionen stecken, das müsst ihr in die Zukunft stecken, das müsst ihr auf die Seite packen, das dürft ihr nicht ausgeben, damit ihr eben euch über Wasser halten könnt, wenn es mal nicht läuft und. Das heißt, effektiv bleibt man Selbstständigen von seinem Tagessatz, wenn er konservativ rechnet, ein Drittel übrig, bis mit dem er leben darf. Dann funktioniert es. Und dann ist er auch nicht mehr bei 6.000 Euro Einnahmen als 2.000 Euro netto als Festangestellte. Bloß, dass ihr da noch bezahlt werdet, wenn ihr krank seid. Dann könnt ihr nämlich nach Hause gehen, könnt ihr euch den Arzt mehr oder weniger krank schreiben lassen und dann kriegt ihr trotzdem Geld. Und ihr habt sogar noch Urlaubsanspruch und der wird auch noch bezahlt. Manche haben dann noch ein 13. Monatsgehalt. Also unterschätzt bitte nicht die Errungenschaften der Gewerkschaften und der Verbände, dass sie über Jahrzehnte versucht haben, diese Mitarbeiterrechte zu stärken, die natürlich immer mehr aufgeweicht werden. Und als Selbstständiger seid ihr natürlich voll in der Haftung oder voll in der Verpflichtung, dass ihr eure Zahlen im Griff habt und eben denkt immer an diese 3 Millionen Euro, die ich da vorhin an die Wand geschmissen habe. Der findige Zuhörer wird jetzt gedacht haben, Moment mal, 30 Jahre, das werden ja dann gar keine 3 Millionen Euro mehr sein. Warum? Weil die Inflation automatisch nach oben geht und weil das System, in dem wir aktuell leben, ja, das heißt ja nicht, dass Kapitalismus die super das Ende der Fahnenstange ist, aber Fakt ist, in diesem System, in dem wir momentan leben, funktioniert das so und ist so angelegt. Ja? Habt ihr schon mal erlebt, dass alles billiger wurde? Na? So über 10 Jahre immer wieder? Vielleicht kommt es noch, ich freue mich drauf, aber die Realität wird sein, dass es eher mehr wird. Das heißt, die 3 Millionen Euro, die ich da an die Wand geschmissen habe, werden in 20 Jahren auch gar keine 3 Millionen Euro mehr sein. Denkt dran, was eine Pizza gekostet hat vor der Euro-Umstellung. Dritter Tipp. Und das ist etwas, was viele am Anfang noch nicht so wissen, beachten, ist auch verständlich. Wenn sie es nicht gesagt bekommen von jemandem, ist es auch nachvollziehbar, dass es niemand weiß. Wenn ihr selbstständig werdet, dann müsst ihr im ersten Jahr ja noch keine Steuern zahlen, weil man muss erst mal schauen, wie es läuft. Das Finanzamt schaut dann so und dann habt ihr am 31.12. vom ersten Jahr Zeit, bis zum 31.12. des Folgejahres die Steuererklärung zu machen. Wenn ihr einen Steuerberater habt, dann habt ihr diese Frist. Ja, der darf da bis zum Ende des Jahres die erst einreichen. Das heißt, ihr zahlt dann 2 Jahre die Steuer vom ersten Jahr nicht, die ihr aber verdient habt. Dann kommt das dritte Jahr und dann wird die Steuer bemessen und dann zahlt ihr im dritten Jahr, kommt dann das Finanzamt und sagt, ja, pass auf, das erste Jahr lief so und so, da gibt es jetzt die Steuer. Dann im zweiten Jahr, das ist ja dann schon rum, habt ihr auch schon verdient, das kommt dann gleich mit dazu, weil das wissen wir ja jetzt schon. Und das dritte wird einfach mal geschätzt. Und dann zerreißt sie meistens Unternehmen nach dem dritten Jahr, weil sie ja plötzlich eine Forderung von, ich sage jetzt mal, einer 5-stelligen Summe bekommen. Meistens zwischen 20.000 und 40.000 Euro Steuernachzahlung. Je nachdem, wie gut es halt lief. Ja, es gibt natürlich auch Leute, die sehr erfolgreich sind, die zahlen natürlich dann noch mehr nach. Und die muss man haben. Ja, die muss man aber auf dem Konto irgendwo liegen gehabt haben, weil die sind ja dann sonst weg. Ich habe meine Steuerberaterin von mir hat mal gesagt, Mensch, wo ist denn Ihr Problem? Sie haben doch das Geld verdient. Ich meine, das muss doch irgendwo sein. Ich sage, ja, das ist richtig. Das frage ich mich auch. Ja? Also das ist dann schon aufgetaucht. Aber letztendlich, bitte bedenkt das. Weil viele dann sagen, naja, ich weiß doch jetzt noch gar nicht, wie viel Steuern ich zahlen werde. Da kann ich doch jetzt noch nichts zurücklegen. Weiß ich doch nicht. Wir gucken mal, wie es läuft und dann wird es schon bemessen. Ja gut, dann zahle ich halt die Steuer. Aber die meisten Leute, die das dann nach 2 Jahren nicht auf dem Schirm haben, haben das Geld eigentlich in der Regel schon ausgegeben. Weil mit diesen niedrigen Tagessätzen, ich meine, von irgendwas müsst ihr leben. Und dann ist nicht mehr genug da, um, sag ich mal, noch Steuer auf die Seite zu packen, wenn ihr es nicht schon von vornherein sauber gemacht habt. Also der Tipp von mir ist, von jedem Tagessatz, von jedem Stundensatz, den ihr verdient, von jeder Rechnung, die ihr schreibt, nehmt einen Prozentsatz zwischen 20 und 30% auf die Seite, legt die auf ein Konto und packt die nie wieder an.
So lange, bis das Finanzamt kommt und sagt, jetzt hätten wir es gerne. Dann fahrt ihr schon mal richtig und dann passiert euch das nicht, was Kollegen von mir passiert ist. Oder das Finanzamt einfach mal die Konten gesperrt hat von heute auf morgen. Da war er am Dreh und auf einmal ging nichts mehr. Automaten, zack, vorbei. Kein Geld. Dann ist er erst mal 3 Tage lang zum Finanzamt gedackelt und hat mit denen geredet, in der Hoffnung, dass er irgendwie wieder an seine Konten kommt. Die sind da sehr schnell. So, was heißt das hier? Rechnet die Steuer mit ein. Also, die Steuer, die ihr später mal zahlen müsst, unweigerlich. Ja, man kann dann noch schieben und man kann dann auch noch sparen und man kann auch noch viel ausgeben und so und dann Steuern sparen. Aber ihr könnt es auch nur sparen, das ist auch eine Weisheit, ihr könnt nur Steuern sparen, richtig viel Geld sparen, wenn ihr auch viel Geld habt. Deswegen können die reichen Leute viel mehr Steuern sparen, weil die nämlich Möglichkeiten haben. Also wenn ihr kein Kapital habt, könnt ihr auch keine Steuern sparen. Ihr müsst es vorher prognostizieren, weil wenn ich jetzt eine Auslastung habe und ich habe ein erfolgreiches Jahr, dann verdiene ich, nehmen wir mal diese 50.000 Euro von vorhin, also ich verdiene 50.000 Euro im Jahr. Und diese 50.000 Euro, da gibt es eine Steuerbemessung nach der Steuertabelle und davon muss ich dann halt, wenn das betriebliche Gewinn wäre, müsste ich halt dann, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe es nicht da auswendig, aber irgendwas zwischen 10.000 und 15.000 Euro vielleicht steuern, vielleicht in dem Bereich, das geht weg. Das heißt, von den 15.000 Euro fehlen dann, von den 50.000 Euro fehlen dann halt irgendwie 15. Nehmen wir mal das einfach, sind es nur noch 35 durch 12, dann könnt ihr recht schnell ausrechnen, was noch übrig bleibt. Und je erfolgreicher ihr werdet, weil es ein gutes Jahr ist, umso schneller steigt die Steuer an. Das heißt, ihr müsst in eurem Tagessatz die Steuer mit rein verdienen, damit ihr sie auch später zahlen könnt, wenn es gut lief. Wenn es schlecht lief, gut, dann müsst ihr keine Steuern zahlen, aber dann habt ihr auch nicht viel Geld verdient. Ja, weil dann habt ihr die Auslastung nicht hingekriegt oder ihr habt nicht genug Umsatz gemacht. Bitte, denkt dran, dass wenn ihr eure Preise kalkuliert, dass ihr auch rechnet, nicht nur was gebe ich aus und was brauche ich zum Überleben, sondern rechnet auch mit ein, was muss ich auf die Seite legen und so weiter. Und was muss ich vielleicht an Steuern zahlen? Was für einen Prozentsatz habe ich denn bei meinem Verdienst? Ja, wie gesagt, also das ausführlich, wir haben dafür Materialien erstellt, damit man das mal lernt, damit man auch später mal vergleichen kann. Wenn ich einen Vergleich habe, zum Beispiel, ich habe eine Festanstellung und da komme ich raus und möchte mich selbstständig machen, dann habe ich ein Gehalt, nehme mal diese 3.000 Euro daher, ich habe 3.000 Euro in der Festanstellung. Wie rechne ich das richtig um, damit ich weiß, wie viel Geld ich verdienen muss am Jahresende als Selbstständiger, damit ich ungefähr gleich bin? Also damit ich sagen kann, okay, ich verdiene in meiner Selbstständigkeit genauso gut, wie in meiner Festanstellung vorher. Ja, das ist was, was man umrechnen kann und was man lernen kann. Und das rate ich euch, möglichst früh damit anzufangen. Weil ihr habt nämlich jetzt den Vorteil, dass ihr jung seid und dass jetzt zum Beispiel hier Frau Krämer mich eingeladen hat, um euch gewisse Dinge zu erzählen. Dann fällt nämlich euch das leichter, richtig in die richtige Entscheidung zu kommen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und dann eben nicht von vornherein die Fehler zu machen, die viele andere machen, weil sie solche Sachen noch nicht gehört haben oder nicht wissen. Ja, sie habt die Chance, nutzt es einfach. Der Master-Tipp noch für die, die dann später eine Familie wollen, das ist jetzt nicht von mir, das ist ein Herr Volker Lohmann aus Stuttgart. Ja, den könnt ihr bestimmt hier googeln. Ein Finanzberater, der hat mal einen Beitrag geschrieben letztes Jahr. Also wer mag, kann sich bei mir melden, info@freelancer-tagessatzrechner. Da könnt ihr mir eine E-Mail schreiben. Wer Fragen hat, kann das übrigens auch gerne tun. Dann schicke ich euch den eingescannten Artikel zu, sehr hilfreich. Der sagt, ab 55 Jahren sollte das Eigenheim abbezahlt sein. Eben auch aus dem Grund, weil danach vielleicht noch ein gewisser Lebensstandard gehalten werden möchte, weil man vielleicht nicht Hartz IV beantragen möchte, weil man vielleicht nicht in Altersarmut dahin sterben möchte. Deswegen merkt euch die Zahl 3 Millionen plus X für die Lebenskosten, die ihr irgendwie verdienen müsst. Und merkt euch die Zahl 55 als Selbstständige, weil ab da müsst ihr die Schäfchen im Trockenen haben, weil dann müsst ihr den Sinkflug einleiten. Kein Mensch bucht euch mit 72 Jahren noch für einen Steadicam-Operator oder hier, um irgendwie, weiß nicht was, kopfüber vom Hubschrauber irgendwas zu drehen, ja. Ihr versteht, was ich meine. Und es ist auch schwierig, mit 78 Jahren irgendwie noch vom Schneidetisch zu sitzen und da irgendwelche, was weiß ich, was hin und her zu schieben. Das wollt ihr einfach nicht, weil ihr wollt ja auch irgendwann mal von dem, was ihr verdient habt, ja auch euren Lebensabend genießen. Ich weiß ja nicht, wer von euch möchte denn später mal durch die Welt reisen? Ja, fangt an zu sparen.
Was heißt das jetzt? Ist dann eine Freiberuflichkeit grundsätzlich ein schlechtes Geschäft? Ja, nein? Die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt und das ist auch in Ordnung, wenn wir uns die stellen. Ich meine, ihr habt jetzt die Sachlage mal so grob gesehen. Ich hoffe, ihr habt dieses Prinzip der Rechnung verstanden. Die wird bei jedem Einzelnen anders ausfallen, weil die Zahlen natürlich jeder andere hat. Aber lohnt sich das überhaupt am Ende? Das ist die große Frage. Und ich gebe euch mal ein Beispiel für ein richtig schlechtes Geschäft. Und das ist auch der Moment in dem Vortrag, wo ungefähr alle Männer hier im Raum mir nicht mehr zuhören, sondern sich auf die Leinwand konzentrieren. Und das ist Absicht, weil ich möchte auch auf ein Thema, weil hier auch einige Frauen sind, eingehen. Frauen, die sich selbstständig machen, die haben es doppelt schwer. Sie müssen nicht nur länger leben, 5 Jahre, ja, sondern sie haben auch gegen Sachen zu kämpfen, gegen die Männer nicht kämpfen müssen. Und zwar haben wir in der Expertise, das ist nicht von mir, die Bundesregierung hat einen Auftrag gegeben, eine Studie über die Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin vom 1. April 2017 aktuell. Was heißt eine Solo-Selbstständigkeit für das weibliche Geschlecht? Gleichstellung, also sprich Gender Gap. Vielleicht habt ihr jetzt schon mal gehört. Gender Gap heißt ja, dass Frauen in gleichen Positionen die gleiche Arbeit tun, aber schlechter entlohnt werden. In Deutschland ist es aktuell bei ca. 21%. Das heißt, Frauen, die gleiche Position in einer Firma haben, verdienen durchschnittlich 21% weniger als die Männer, die genau das Gleiche tun. Und das hat zum einen auch mit der Statistik zu tun. Das ist also nicht nur schlecht, weil Frauen natürlich in der Kinderzeit erstmal sich um die Familie kümmern, nicht so die sind nicht so arbeitseinsatzfähig, wenn sie nicht sofort die Kinderbetreuung bezahlen und dann gleich wieder arbeiten gehen. Das muss jeder selbst für sich entscheiden, aber danach rutschen wir in Deutschland natürlich auch viel in diese Teilzeitfalle hinein. Ja? Das heißt, es ist einfach schwierig, abends das Kind, ja, man kann einfach nicht irgendwie 10 Stunden am Set sein oder irgendwie in der Arbeit sitzen bis 18 Uhr, wenn man das Kind um 16 Uhr von der Krippe abholen muss. Der andere ist irgendwie beschäftigt, der Mann ist irgendwo unterwegs, vielleicht ist man irgendwann auch getrennt, alleinerziehend, dann wird es schwierig, noch gewisse Jobs auszuüben in Deutschland. Ja, das ist einfach ein reales Problem und das führt dazu, dass eben die Jobs sich verändern und da auch meistens Jobs sind, die nicht mehr so viel Geld abwerfen und deswegen kommt dieser Gender Gap mit zustande. Da gibt es noch viele andere Themen, das könnt ihr mal im Internet nachrecherchieren, wie diese Statistik zustande kommt. Fakt ist aber, ich glaube, dass nur noch, ich weiß nicht, Litauen und irgendein anderes Land ist hinter uns. Alle anderen sind eigentlich besser gestellt. Und jetzt kommt die Situation, wie schaut es in der Selbstständigkeit aus? Ja, in der Selbstständigkeit sieht es so aus, dass Frauen bis zu 40% weniger verdienen in den gleichen Jobs, die sie machen. Woran liegt das? 40%, das ist fast die Hälfte. Wir gucken mal hier, das haben sie ja ausgerechnet, Fraunhofer-Institut, 2007 haben sie angefangen, 2017 ist das Ergebnis rausgekommen. Wir haben hier, Spitzenreiter sind Kunst, Unterhaltung, Erholung. Ja, das ist das, was so Medienkram ist. Dann freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, 41%. Dann hier oben, Bergbau, 46%. Weniger Verdienst in gleicher Position. Ist klar, vielleicht im Bergbau gibt es vielleicht nicht so viele Frauen, sodass die Statistik ein bisschen verfälscht wird. Aber wieso ist das so? Wir haben hier durchweg, ja, Zahlen, die sind nicht unbedingt schön. Könnt ihr euch vorstellen, wie das zustande kommt? Warum werden Frauen so benachteiligt in selbstständigen Berufen? Frauen, die selbstständig sind, sind ja auf Augenhöhe mit den Geschäftspartnern. Sie sind auch Geschäftsleute. Und es ist schwierig, weil wir da Prozesse haben in diesem Geschäftsgebaren, die ganz klar männlich dominant und weiblich, ich sage jetzt mal, unterwürfig ist das falsche Wort, aber ihr wisst, glaube ich, sofort, wovon ich jetzt spreche. Ja, versucht mal irgendwie an so einen blöden Alpha-Mann zu kommen, der sich hinstellt und sagt, hey, das ist aber süß, mein Schätzchen, die Farben sind nicht wie auf deinem Ponyhof oder irgendwas anderes. Das heißt, wir haben hier auch mit Leuten zu tun, die teilweise es unabsichtlich einsetzen, die aber vielleicht auch absichtlich mit diesen Sachen spielen, weil meistens sind die geschäftlichen, zahlenmäßigen Bereiche Männer dominiert und man hat meistens einen Produktionsleiter oder irgendwelche Leute, die das Geld organisieren. Dann kommt gleich wieder so dieses Bild eines etwas dicklichen, runden Mannes, Amerikaner, wenig Haare, ja, der seine Machtposition ausnutzt. Ihr wisst alle, von wem ich jetzt spreche. Das sind reale Situationen. Und Frauen haben andere Verhandlungsprioritäten. Das stellen wir zum Beispiel auch in den Verhandlungsseminaren fest, wenn wir das durchspielen. Wir üben dann diese Situation und wir stellen fest,
dass Männer ganz anders reagieren auf gewisse Dinge und Männer eher was durchsetzen wollen, Männer eher sich beweisen wollen gegenüber dem Partner. Sie wollen dem Verhandlungspartner, sage ich jetzt mal, Geschäftspartner, sie wollen sich nicht unterkriegen lassen, sie wollen dagegenhalten, sie wollen auch so ein bisschen in der Hierarchie ernst genommen werden. Ja? Die wollen sich dahinstellen. Und Frauen haben oft in diesen Situationen das Gefühl, jetzt ist eine ungute Stimmung, ich will jetzt den Job nicht gefährden. Also ja, klar ist es unfair, aber ich will eigentlich, dass wir eine gute Stimmung haben. Ich will eigentlich, dass wir eine gute Atmosphäre haben und sind dazu sehr bereit, Kompromisse einzugehen auf einer anderen Ebene, die wiederum zum wirtschaftlichen, finanziellen Nachteil sind. Das ist, wie auch immer, ob man das jetzt gut findet oder schlecht, ja, die Situation lässt sich auch nachbauen in solchen Rollenspielen. Das funktioniert. Und das ist ja auch, hängt auch damit zusammen, dass natürlich Männer und Frauen auch witzigerweise in der Partnerfindung genau mit diesen Attributen zueinander finden. Ja, ich meine, wenn ein Mann da steht und sich nimmt, was er will und einfach zeigt, dass er was zu sagen hat. Wenn ein Typ einfach, ja, souverän ist, das hat eine gewisse Ausstrahlung, die wiederum in der Partnerwahl natürlich eine Wirkung entfacht. Und diese Situationen werden aber in Verhandlungsgesprächen nicht ausgeblendet. Leider. Das ist auch schwierig, ja. Ich meine, ihr kennt das ja vom Set, das ist alles so eine schöne kleine Gruppe. Man trifft sich da, ist ein paar Tage zusammen, wie auf so einer Insel. Wir sind alle Fachleute, aber irgendwie mag man sich doch irgendwie mehr als mit dem anderen. Die Geschichte brauche ich nicht weitererzählen, ihr kennt die alle, ja, was dann passiert. Und das ist aber für die Frauen natürlich schwierig, weil wenn sich die Frau dann hinstellt und sagt, naja, das will ich alles nicht, ich bin jetzt hier die Geschäftsfrau und ich mache mal hier Tacheles, ja, dann ist es gleich wieder die Zicke, die ist ja unbequem. Also sorry, wenn die sich so auf die Beine stellt, da, also nee, das ist mir zu kompliziert, mit der will ich jetzt nicht mehr arbeiten. Das sind Sachen, ich sage das jetzt provokant, ja, und provokativ, das ist einfach real, das muss nicht jeden treffen. Aber das ist der mit einer der Gründe, warum diese hohen Zahlen zustande kommen. Und das würde ich euch bitten, gerade ihr Frauen hier im Raum, denkt bitte darüber nach, worauf ihr euch bei sowas einlasst. Weil euch werden Leute gegenüberstehen, die werden euch emotional herausfordern. Und zwar nur mit einem Ziel, naja, einen Verhandlungserfolg zu erzeugen, nämlich einen Preisnachlass oder vielleicht eine Leistungserhöhung, also mehr Leistung zu bekommen, als sie bezahlen müssen. Aber übrigens, das ist noch mit dabei, oder? So Zeug. Das werden die Männer auch. Ihr werdet auch in diesen Verhandlungssituationen vor diese Situation gestellt, aber ihr habt halt dann eben nicht dieses männlich-weibliche Verhalten da drin. Ihr müsst euch anders behaupten. Ne? Aber ihr müsst euch, das sage ich euch auch, ihr müsst euch behaupten, auch als Selbstständige gibt es Männer, wo ich manchmal sage, du, entweder wir üben das jetzt ein bisschen härter zu werden oder so, oder vielleicht überlegst du dir das, weil du bist nicht der Typ, der sich da hinstellt und dauernd irgendwie, du bist so ein ganz Lieber, ja, das ist auch in Ordnung. Aber du musst ja auch irgendwo den Laden am Laufen halten. Du musst dich hinstellen und sagen, nee, pass mal auf, hier ist Schluss, so geht's nicht. Ja, drunter mache ich nicht. Such dir jemand anderen. Das muss man einfach machen, weil das bringt nichts, einen Job zu machen, der am Ende nur ein Minusgeschäft für euer Leben ist, weil ihr die 3 Millionen nicht zusammenkriegt. Da zahlt ihr die Zeche, die zahlt nicht der Auftraggeber. Und deswegen gibt es 3 Schritte, die habe ich euch auch nochmal mitgebracht, 3 Schritte zum Erfolg. Und zwar der erste Schritt ist, und das habe ich schon mehrmals angekündigt, bitte, 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 ja, lernt, wenn ihr da rausgeht, lernt vorher richtig zu kalkulieren. Und zwar nicht einfach nur hier Monatskosten und dann hier mal 12, zack, durch irgendwie, sondern richtig mit Investitionen für die Zukunft, mit Steuereinrechnung, mit Altersrücklage langfristig, mit Rücklagen für arbeitsfreie Zeiten etc. Also lernt das richtig zu kalkulieren. Und schaut darauf, dass euer Tagessatz für euch funktioniert, für euer Leben. Und glaubt niemand, der euch erzählen will, der Tagessatz wäre zu teuer, weil das, wir zahlen ja nicht mehr. Wenn euer Preis berechnet ist, dann wisst ihr, wo ihr steht. Und alles drunter, damit investiert ihr in diesen Auftrag mit eigenem Geld, mit eurer Lebenszeit, mit eurer Altersvorsorge. Und dann müsst ihr euch überlegen, ob ihr das wollt. Lernt richtig zu kalkulieren und dann definiert euren eigenen Mindestpreis. Ein Preis, der verdammt wehtut, aber wo ihr aufsteht und geht und sagt, nee, drunter mache ich nicht. Und dann seid konsequent. Wenn ihr den Preis habt, dann müsst ihr auch so ehrlich sein und sagen, okay, kalkulatorisch ist es darunter nicht möglich, dann zahle ich drauf. Sorry, nee, dann so gerne ich den Job machen will, aber außer ich kriege dafür etwas, nämlich eine Gewinnbeteiligung von den zukünftigen Einnahmen, die wir ja alle immer unter Rückstellungsvertrag kennen, ja klar, super Geschichte, ich kenne keinen einzigen Rückstellungsvertrag der letzten 20 Jahre, der irgendwie bezahlt worden wäre, also ich kenne ihn nicht. Ich weiß, dass es auch Jobs gibt, die macht man gerne, weil sie toll sind. Ja? Und man möchte sich da auch nicht rausnehmen und sagen, Mensch, vielleicht wird ja doch was draus. Ich kenne es ja, man braucht Referenzen als junger Mensch, man hat noch nichts vorzuweisen. Ja, gewisse Dinge
muss man sich dann leisten können. Und denkt bitte dran, wenn ihr euch einen Job leistet mit einem niedrigen Gehalt oder mit einem niedrigen Honorar, dann ist das gleichzeitig das Signal an den Markt, dass diese Leistung zu eurem niedrigen Preis auch zu haben ist, weil ja jemand da ist, der es macht für diesen Preis. Und das wiederum heißt, dass man dann wieder sagt, naja, aber wieso, wenn es der so günstig macht, wieso bist du so teuer? Jetzt musst du wieder argumentieren, ja, ich bin ja selbstständig, ich habe ja diese Kosten. Sagt der, ja, sind mir egal, was du, ob du eine Familie hast, einen Hund oder ein Auto, ist mir doch wurscht. Ich brauche halt einfach diese Arbeitskraft, ich brauche diese Dienstleistung. Und ja, und der macht es halt für die Hälfte. Also bitte denkt dran, auch als Berufseinsteiger, ihr seid nach diesem Studium, ihr seid ausgebildet, ihr seid Fachkräfte und ihr habt auch das Recht für eure Ausbildung, ihr macht eine Berufsausbildung hier, ihr habt das Recht dafür, fair und angemessen entlohnt zu werden. Die Pizza ist nicht billiger, bloß weil der Koch hinten gerade mit der Ausbildung fertig ist und in seinem ersten Berufsjahr ist, dann zahle ich draußen das Gleiche. Sag ich, ja, aber der muss ja noch üben. Ja? Ich meine, der hat eine 3 Jahre Berufsausbildung gemacht, was soll der noch üben? Der ist fertig. Das ist ein Profi. Also bitte denkt dran. Wenn ihr hier rausgeht, seid ihr voll ausgebildete Fachkräfte und ihr habt das Recht dafür, angemessen bezahlt zu werden. Dann verhaltet euch, wenn ihr das gemacht habt, euren Preis kalkuliert, den Mindestpreis definiert, dann bitte verhaltet euch marktkonform. Das heißt so viel wie, haltet euren Mindestpreis ein, wenn er richtig kalkuliert ist und sprecht mit Kollegen drüber, dass gewisse Preise einfach nicht rentabel sind und erklärt ihnen, warum. Warum? Weil solange einer das nicht weiß und sagt, nee, mir reicht es doch. Ja, dem vielleicht schon mit 55 in seinem Einzelzimmer, WG-Zimmer, ja, mit seinem Fahrrad, Single, ja, den Frauen klappt es halt nicht so. Ja, wer will denn ab einem gewissen Alter, sag mal ehrlich, welche Frau will ab einem gewissen Alter den Mann, den sie haushalten muss? Sind wir ganz offen. Was ist an einem armen Mann interessant? Du hast schon einen, super, dann hoffe ich, dass der dir treu bleibt, ja, und dass ihr euch gut versteht. Ein Selbstständiger, sage ich immer, für jeden muss jeden Tag die Option im Raum stehen, aufzugeben und aufzuhören, wenn es sich nicht rentiert. Weil was macht ihr mit der Pizzeria, wenn keine Gäste kommen? Er macht sie zu. Weil noch weiter verschulden, das macht ja keinen Sinn. Also bitte, wer selbstständig wird, muss immer einen Plan B in der Tasche haben. Und der sollte nicht heißen, mein Lebenspartner hält mich schon über Wasser. Sondern der soll heißen, ich kann das alleine oder ich mache was anderes. Marktkonformität. Dann, nächster Tipp. Lernt auch und trainiert zu verhandeln. Vor allem nicht lernt es nur, sondern trainiert es auch. Übt es. Hockt euch zusammen. Spielt die Dinge mal durch. Versucht mal, ein Verhandlungsgespräch zusammenzudenken und zu sagen, okay, ich würde gerne mal das ausprobieren und ich habe vielleicht eine Gehaltsverhandlung vor mir und ich übe das jetzt mal mit einem Kollegen. Einfach nur mal, okay, setzen wir uns gegenüber und ich komme jetzt zu dir und wir machen ein Verhandlungsgespräch und dann gucken wir mal, was passiert. Also, geht auch bitte in vielleicht in ein oder anderes Seminar. Denn es ist wirklich, wie soll ich sagen, die Kosten für ein Seminar mögen vielleicht am Anfang hoch sein. Man sagt also, ob das jetzt, keine Ahnung, so ein Abend wie heute in Stuttgart, 20 Euro, das ist nicht viel. Kinokarte kostet ähnlich viel. Aber zum Beispiel gibt es Seminare, die kosten dann 300, 500, 700, 1000 Euro. Ja, das mag nach wahnsinnig viel Geld klingen. Aber ich sage euch eins, Seminare, Geld für Seminare und Fortbildung, ist wirklich wenig Geld im Vergleich zu dem Preis, den ihr irgendwann in 20 Jahren zahlt, wenn ihr über 20 Jahre eben zu niedrig kalkuliert, zu wenig erwirtschaftet. Weil dann entscheidet sich das, das ist ein Preis, der ist dann 1000-mal höher durchschnittlich oder mehr. Und dann sage ich, Eigentumswohnung haben oder nicht. Und das ist, könnt ihr euch vorstellen, das ist eine Summe an Geld, die schon entscheidend ist im Alter, ob man sie hat oder nicht. Und das könnt ihr euch ausrechnen, 5000 Euro im Jahr gespart, mal 10 sind schon 50.000 Euro, mal 20 sind schon 100.000 Euro. Das geht schnell. Und ihr habt das Glück, dass die Zeit für euch arbeitet. Ihr seid noch jung. Nutzt diese Zeit. Und das ist nicht, was ich ausgerechnet habe. Das haben die ganzen Versicherungsbeamten schon ausgerechnet. Das haben die Leute beim Staat schon ausgerechnet wegen der Rentenversicherung. Das sind auch die Leute, die euch immer wieder erzählen, da gibt es eine Rentenlücke und. Das haben alle anderen auch schon durchgerechnet. Und das wird passieren. Wenn wir nicht eine Währungsreform kriegen, wenn nicht irgendwie doch noch irgendwann alles uns um die Ohren fliegt und es so weitergeht, dann wird es eher noch steiler. Also bitte nehmt es ernst, bis vielleicht irgendwann mal ein anderes System oder das Grundeinkommen kommt oder. Aber das weiß man alles nicht. Der dritte Tipp, den ich euch noch mitgeben kann, ist, fangt auch als Selbstständige, Kreative an, unternehmerischer zu denken. Was heißt das? Was meine ich damit? Auf der einen Seite, klar, habt ihr jetzt eine Berufsausbildung, sei es Motion Graphics oder Filmmusik oder Filmset Design oder Regie, Kamera, was es so gibt,
Das ist ein kreativer Beruf, in dem es um ganz andere Dinge geht als um Zahlen. Vielleicht, klar, geht es ein bisschen um Zahlen, aber eigentlich ist die Intention, etwas zu kreieren, Werte zu schaffen, irgendwie die schön sind, die faszinieren. Ja. In der Festanstellung müsst ihr euch um diesen ganzen unternehmerischen Kram nicht kümmern, weil das macht euer Chef. Ja, der wird dafür bezahlt, der schaut, dass die Jobs reinkommen und er bezahlt euch einfach dafür. Dann könnt ihr eure Arbeit machen. Ja. Und wenn ihr aber selbstständig seid, seid ihr das gleichzeitig selbst. Und das bedeutet, ihr müsst eigentlich auch die unternehmerische Seite eurer Selbstständigkeit immer im Kopf haben. Die müsst ihr tagtäglich immer wieder überprüfen. Es lohnt sich dann auch mehrmals im Jahr, alle paar Monate sich wieder hinzustellen, seine Kalkulation zu überprüfen. Was gebe ich aus? Was hat sich verändert? Habe ich mir neue Dinge gekauft? Bin ich umgezogen? Bin ich ungewollt schwanger geworden? Habe jetzt mehr Kosten? Kann weniger arbeiten? Das sind ja alles so Dinge, die passieren dann. Und denkt bitte immer dran, dass ihr ein Unternehmen, auch wenn ihr alleine seid, frei und solo, selbstständig, kreativ, ja, ihr seid ein Unternehmer vom Gesetz und damit habt ihr die gleichen Regeln. Und am Ende ist es so, wenn ihr euch aus diesem Solidaritätssystem rausnehmt, ja, dann sagt auch der Staat irgendwann, tja, mei, wenn es nicht läuft, du hast ja gesagt, du wolltest es nicht. Dann schau, wie du selber weiterkommst. Da gibt es dann auch wenig Unterstützung. Ja, ihr habt die Chancen, viel zu schaffen. Ihr habt viel, viel mehr Möglichkeiten, erfolgreich zu werden. Ihr tragt einfach aber auch ein höheres Risiko, wenn es schief geht. Das solltet ihr einfach im Hinterkopf behalten. Und die Erfahrungen unserer Seminare in den letzten Jahren hat gezeigt, und da werde ich heute Abend, wie gesagt, in Stuttgart eine kurze Chronik dazu zeigen, was einzelne Teilnehmer berichten von unseren Seminaren im Folgejahr, wie sie damit umgegangen sind mit dem Wissen, was sich für sie verändert hat, was auch die Tarifabschlüsse von den ganzen Verbänden bewegt haben im Vergleich. Das werde ich heute Abend mal gegeneinander stellen. Und wir haben da echt festgestellt, dass der Schlüssel für eine bessere Bezahlung bei jedem Einzelnen liegt. Auch wenn alle anderen vielleicht nicht so gut verdienen. Aber jeder Einzelne hat es in der Hand, sich mit den Zahlen zu beschäftigen. Und die es angefangen haben oder die das tun, auch als Selbstständige, die können sehr gut davon leben. Die können davon leben. Bitte nehmt das ernst. Dafür bin ich heute hier. Mehr kann ich euch auf die Schnelle nicht mitgeben, weil am Ende, ihr seid selbstständig, ihr seid für euch selbst verantwortlich und ich wünsche euch und ich sage euch auch, es kann funktionieren. Wenn ihr die Sachen ernst nehmt, kann das ein total super Job werden. Ihr fühlt euch gut bezahlt, ihr seid frei, ihr könnt selber definieren, welche Jobs ihr macht. Wenn das alles gut läuft, dann ist es schon eine tolle Sache. Aber es ist halt auch immer ein heißer Reifen, weil auch mit 40 muss man sich wieder hinsetzen oder mit 50 und schauen, ob die Kalkulation noch stimmt, ob das noch aufgeht. Ja, stimmt die Auslastung noch? Passen die Kunden noch? Habe ich noch meinen Jahresumsatz, den ich brauche? Ja. Und ich wünsche euch, dass ihr mit eurem Wissen, was ihr hier habt, ihr seid Fachkräfte, dass ihr danach draußen geht, gute Jobs macht, Spaß an eurer Arbeit habt. Was ich heute gesagt habe, es ist wichtig, einen Job zu haben, der einem Spaß macht, dann ist man leistungsfähig. Und ich wünsche euch auch, dass ihr dafür fair und ehrlich belohnt werdet oder auch euch entlohnen lasst. Ja? Weil ihr habt es verdient und ich wünsche euch in diesem Sinne alles Gute für eure Selbstständigkeit. Das ist das, was ich euch auf die Schnelle mitgeben kann. Wer möchte, kann sich bei mir irgendwie über die Webseite melden, kann ich noch ein paar Fragen beantworten oder wir sehen uns mal in irgendeinem Seminar, wo auch immer. Oder wir sehen uns heute Abend vielleicht in Stuttgart. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich wünsche euch alles Gute.